Es ist das dritte Jahr von Iker Romero als Trainer der SG BBM Bietigheim. Diese Saison soll es endlich klappen mit dem Bundesliga-Aufstieg. Aktuell steht er auf Rang 2. Der direkte Verfolger, nur einen Punkt dahinter, ist der ASV Hamm-Westfalen. Vorhang auf für das direkte Duell. Von Beginn an ist dieses Spitzenspiel eng. Wie man es dreht und wendet, Vorteile gibt's im Grunde keine. Die zweitbeste Heim- gegen die zweitbeste Auswärtsmannschaft, Top-Offensiven gegen Top-Defensiven. Wobei letztere zunächst mal keine große Rolle spielen. Dominik Klaus, 6:6. Beide drücken von Beginn an aufs Tempo und treffen effizient. Dann kommt Felix Hertlein, der Hammer-Torwart, ins Spiel, sodass sich der ASV eine kleine Führung rausspielen kann, die sich bei +2 zunächst einpendelt. Dieses Spiel macht richtig Spaß, es geht rauf und runter. Fabian Husmann trifft zum 12:10. Hamm war bis zum letzten Heimspiel ja noch ungeschlagen zu Hause. Dann gewann aber Coburg in der Westpress Arena. Das soll nun wieder geändert werden, keine Negativserie her. Aber Bietigheim kann Hamm, gewann schon das Hinspiel und kann hier verkürzen auf einen Treffer durch den starken Alexander Fels. 18:18 steht es zur Pause. Nach dem Seitenwechsel ist es wieder Fels. 3-Tore-Lauf für die Gäste. Er garniert den mit der Führung. Und dann ist Hamm wieder am Drücker. Ein Spiel der Phasen entwickelt sich. Bietigheim verliert zunächst Spielmacher Juan de la Peña nach einer roten Karte und muss sich dann schütteln. Und dann diese Szene. Kemper! Und hinten ihn dann rüber Alexander Schulze. Was für ein Tor! Ein spektakuläres Tor in einem spektakulären Spiel. Hamm hält die Führung lange, bis spät in die zweite Halbzeit hinein. Andreas Bornemann, 29:27. Die SG kommt mit einem starken, durchschlagskräftigen Rückraum immer wieder zu gefährlichen Abschlüssen. Paco Barth übernimmt, alles komplett offen. Die Zeit des Fingernagelkauens hat begonnen. Dieses Spiel ist Werbung für die zweite HBL. Wieder Andreas Bornemann, 32:31. Den sonst so abschlussstarken Bietigheimer Kreis hat Hamm hinten gut im Griff. Kein Tor wirft die SG vom Kreis, dafür aber umso mehr aus dem Rückraum. Tom Wolf, wieder der Ausgleich. Und dann gibt es die Schlusssequenz. Tom Wolf. Wieder Andreas Fels, der wirft und trifft. Noch 5 Sekunden. Der Ball kommt schnell. Jörn Zintel kann noch mal einen Wurf nehmen. Kemper! Kemper und Parade Mohammed Ali. Und er hätte noch gezählt. Micky, der hätte noch gezählt. Die SG BBM Bietigheim war zweimal in Halbzeit 2 vorn. Ganz am Anfang und dann wieder ganz am Ende. Alexander Fels entscheidet das Spiel mit seinem 9. Tor. Ein Spiel, das im Grunde keinen Sieger verdient hatte. Aber Bietigheim sichert sich 2 Big Points im Aufstiegskampf. Nur eine Mannschaft ist zu Hause und auswärts noch stärker als Hamm und Bietigheim. Der erste VfL Potsdam. Der Tabellenführer ist zu Gast bei den Eulen Ludwigshafen. Und Potsdam startet gut, geht hier durch Elias Kofler mit 4:2 in Führung. Die Eulen waren zuletzt auch torhungrig, gewannen in der Vorwoche 37:24 bei der HSG Nordhorn-Lingen. Julius Meyer-Siebert 6:5 für die Eulen. Er wird ja im Sommer nach Hamm wechseln. Und besorgt hier die erste Führung für seine Mannschaft. Und Achtung, Spoiler, auch die letzte in diesem Spiel. Denn dann startet Potsdam einen kleinen Lauf, den hier Max Benecke mit dem 6:8 krönt. Nicht nur der Top-Torschütze der zweiten Liga hat wieder einmal einen starken Abend. Auch Elias Kofler als Regisseur ist erfolgreich und auch als Torschütze hier. Zur Pause führt Potsdam 15:18, aber die Eulen kämpfen, können dem Rückstand aber tatsächlich nur hinterherrennen. Jannik Klein 18:22. Ihr erkennt schon, es ist nicht wirklich ein Spiel der Torhüter. Für den schwedischen Nationalspieler Falter Krinz ist es der 2. Einsatz seit seiner Kreuzbandverletzung. Er ist von den Füchsen Berlin nach Potsdam ausgeliehen, um Spielpraxis zu sammeln. 6 Tore im 1., 3 hier im 2. Spiel. Krinz gewinnt den Spaß zurück, so viel kann man sagen. Doch die Eulen zeigen Charakter. Tom Bergner insbesondere mit einer starken zweiten Hälfte.
Geht hier doch noch was? Bis kurz vor dem Ende können die Eulen noch hoffen. Doch dann macht Josip Šimić endgültig alles klar. Bekommt den Ball, macht den Deckel drauf, 40. Ja. Das Tor. Die Adler fliegen weiter durch die Liga und allen davon erzielen zum dritten Mal in den letzten 4 Spielen 40 Tore. Und für die Eulen ist es die erste Niederlage nach zuvor 3 Siegen am Stück. Zum Abschluss schauen wir nach Coburg, wo 2 ambitionierte Teams aufeinandertreffen. Der HSC 2000 hat den HC El Florenz zu Gast, der 5. also gegen den 6. Beide sind punktgleich vor diesem Spieltag. Dresden ist seit 5 Partien ungeschlagen, hat erst einmal im Kalenderjahr 2024 verloren und startet hier auch stark mit Oliver Seidler 1:4. Der Beginn ist top für die Gäste. Coburg hat sich das ganz anders vorgestellt. Das war aber auch im Hinspiel schon ähnlich. Auch da fanden Ivar Stavast und Co. den Weg ins Tor schneller. Hier trifft der Niederländer. Dann arbeitet sich Coburg rein in die Partie. Wie erwähnt, vor kurzem in Hamm gewonnen. Coburg hat einen starken Kader. In der Vorwoche aber verlor der in Hüttenberg. Felix Jäger 9:10. Den Rückstand fast aufgeholt, wird er dann doch wieder enorm groß. Nils Kretschmer erhöht kurz vor der Pause für Dresden auf 17:12. Zur Pause steht es 18:14 für die Gäste. Und wieder muss Coburg extrem viel investieren, aber bekommt Ertrag. Walkowskis nur noch 2, damit lässt sich doch arbeiten. Aber wie bei Sisyphus geht's dann wieder in die andere Richtung. Lukas Wucherpfennig, schon sind's wieder 4. Der Dresdner Top-Torschütze erhöht kurz darauf auf 30:23. Da scheint alles gelaufen zu sein. Top zweite Hälfte für Dresden bis hierhin. Aber Coburg steckt nicht auf. Ganz im Gegenteil. Gewinnt diese zweite Halbzeit am Ende sogar mit 18:17 durch ein Aufbäumen in den Schlussminuten und verliert so am Ende mit nur 32:35 gegen den HC El Florenz Dresden, der dadurch aber in der Tabelle vorbeizieht und nun auf Rang 5 steht.